Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1404. Da oben steht's. Seht ihr jetzt nicht hier oben am Fensterrand? Ja, da bin ich auf dieser Insel. Ich habe leider nicht mehr allzu viel Ahnung, was ich das letzte Mal denn so gemacht habe. Ich muss mir jetzt mal einen Überblick verschaffen. Röschenhof. Aha. Hier war meine Hauptinsel. Ne, das war die von dem. Hier. Goldfurt. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann hatte ich hier hinten meine Wüstengebiet. Und hier oben hatte ich jetzt angefangen, dieses komische Röschenhof zu bauen, wo ich einen Gesohle vorkommen habe. Auch Kräuter, Getreide und auch hier diese sehr interessanten Flussbauplätze. Was man mit diesen Bärenhöhlen macht, weiß ich nicht so genau. Da scheint man Pelze haben zu können. Da habe ich hier noch nichts für. Nee. Was gibt's überhaupt zu tun? Nutzt diese Baupläne, um in südlichen Gefilden sesshaft zu werden. Sehr wohl. Die könnte ich. Ja. Mal sehen, wie sieht es denn hier bei den Bürgern aus mit diesen mit den Dingen. Kleidung ist noch ein bisschen kritisch, aber sonst scheint es. Wenn wir alle mit anpacken, kann diese Stadt zu einer Perle heranwachsen. Ja, gut werden. Die sind soweit ganz gut. Das ist schön. Aber. Was soll ich da hier anbauen? Ja, hier wollte ich Seide und. Seide, nur Seide? Das. Muss ich hier das Indigo anbauen. Ja, das muss ich irgendwie regeln. Dann würde ich sagen, wie viel Geld habe ich? Einiges. Mein Ziel ist es immerhin noch gewisse Anwohner haben. 2000 Gesandte, 2000 Einwohner und allgemein 500. 5000 Einwohner. Ich habe gerade mal 600. Toi, toi, toi. Aber die Stadt wird noch größer. Das ist das Schiff, was ich mit Handelstransport gemacht habe. Mit Tab gehe ich jetzt mal die Schiffe durch. Wechseln. Zack. Ja, da. Da. Wusste 2. Okay, am besten überprüfe ich noch meine Routenplanung. Wusste 2. Ich wusste gar nicht, dass ich da einen Fehler reingemacht habe. Wüste 2 schickt dorthin. Wüste 1. Naja, Wüste 2 bringt die von da nach da. Wüste 1. Ich habe die wahrscheinlich getrennt gemacht, damit ich die alte. Damit ich ja die separat voneinander auch an- und ausschalten kann. Zum Beispiel, wie das hier aussieht. Aber ich würde wahrscheinlich noch Wohnhäuser errichten wollen. Daher ist das so ganz gut. Na, das war. Warte, mein Schiff, was ich suche, war hier. Die Poseidon. Die fährt jetzt mal nach dorthin und besucht mal den guten Herrn, Name vergessen, Lord Richard Northburg. Soweit ganz gut, ja. Hier sind Fischerhütten und noch eine Hanfplantage. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass mir der Überblick fehlt. Dass ich nicht sehe, wie viele Gebäude ich jetzt hier wirklich errichtet habe. Was ist das? Steinmetzhütte. Ich sehe zum Beispiel nicht, wie viele Seiden-Webstuben ich jetzt gebaut habe. Bin mir nicht sicher, ob ich mir noch nicht, ob ich noch eine zweite Webstube gerichtet habe. Wie sieht es überhaupt mit dem Hanf aus? Ja, 12 Hanf. Da kann ich ruhig noch eine. Hoppla. Wollte ich nicht so. Gewebstube einrichten. Jo. Wo klatsche ich die hin? Wird sagen, jo. Da kann sie auch arbeiten, oder?
Ja, die arbeitet. Okay, so. Ist das normal, dass das hier so raucht? Ja, Kühlerei. Was wollte ich noch tun? Ich wollte Kleidung. Ach genau, das Schiff. Ist mittlerweile da. Kommt nur und seht euch in alle. Was ist denn? Aufmerksame Matrose zu Verkauf angeboten. Ach schön, Menschenhandel. Mit diesem Veteranen an Bord verbessern sich nautische Eigenschaften des Schiffes. Ich kaufe mir ein. Ich helfe euch Dokument. Gerne aus. Geht damit zur Insel, die wie ein Halbmond geformt ist. Das ist irgendwie immer so. Und das ist hier unbewohnte. Ja. Genau, und das ist die Insel von diesem Herrn. Ihr wünscht? Wilhelm Vandermark. Das ist ein das, so wie er das baut, mich sehr, sehr interessant finde. Stehe ich denn eigentlich da? Ja. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer... Salam alaikum. Salam alaikum. Worum geht es? Wie kann ich denn eigentlich... Oh, 80% Wahrscheinlichkeit, wird es klappen oder wird es nicht? Das erfahren wir jetzt. Auch ihr wollt in den diplomatischen Dienst treten? Das ist wahrlich ein Dienst an Kaiser und Vaterland. Ich bin jetzt gerade im nächsten Bereich bei ihm. Jetzt habe ich einen Friedensvertrag. Nee, doch. Ja. Das müsste jetzt schon ein Friedensvertrag sein. Krieg erklären. Handelsvertrag anbieten. Erlaubt mir, euch mit meinem Warenangebot auszuhelfen. Habt Dank für euer Vertrauen. Das Vertrag anbieten, Handelsvertrag auflösen. Ah. Jetzt halt mit dem Handelsvertrag. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwas Besonderes darstellt. Das ist so komisch geschrieben. Let's play, klein und zusammen. Warte mal. Ah, mein Schiff ist noch nicht da. Wo ist außerdem die Musik geblieben? Nein. Kaisershafen. Ihr kommt, um hier eure Verbundenheit zu bekräuren. Fortwährenden Bemühungen sollen mit diesem Titel belohnt werden. Helft mir hierbei. Gerne. Der Sultan wird davon erfahren. Was darf denn sein? Bergen Sie zwei Schiffsbrüchige und bringen Sie die Göttin zum Kontor von Alza hier. Jumai, gerne doch. Schiff. Hier oben war das, oder? Ja. Also muss ich feststellen, dass ich negative Einkommen habe. Ne, die gehen weg. Gebäudekosten, Schiffskosten, das ist nicht gut. Ich muss mehr Bürger besteuern. Die sind ausreichend besteuert, die sind ausreichend besteuert. Hier habe ich noch überhaupt keine Bürger, da muss ich dringend welche einrichten, sonst gehe ich mit den Steuern zugrunde. Obwohl, jetzt habe ich genau ausgeglichen. Das war mein Schiff. Und wo waren die? Also wenn du schon dahin schwimmst, dann könntest du die auch gleich retten. Meine Güte, was für Assos. Naja, KI und so. Wie hieß der? Streit unter Männern. Aha. Naja, das wär's. Ich könnte jetzt noch über Bord schmeißen. Aber davon hätte ich nichts. Jetzt mache ich einfach mal wieder gute Einnahmen. Gut, na gut, das ist auch immer abhängig davon, wie gut es denen geht. Und vor allem ja, die Kleider waren ja ziemlich... Hoppla,
wechselhaft. Gut. Jetzt muss ich hier noch irgendein Gebäudedingens einrichten, aber das ist schwierig, weil jetzt hier der Platz mangelt. Ich müsste eine neue Noria errichten. Und wüsste nicht wo. Dann müsste ich einen teuren. Ich kann auch hier, könnte ich einen Weg entlang wollen, denn der würde hier vorbeiführen. Das halte ich zwar für ziemlich blöd. In dem Bereich würde ich lieber für Häuser verwenden. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, dann mache ich das hier hin und dann muss ich jetzt hier... Ihr wisst einiges über die Baukunst des Orients. Orientalisches Markthaus hinsetzen und eine Noria. Dieser bedeutsame Auftrag, mit dem ich euch betraue. Ich bin froh, dass ich euch diese wichtige Angelegenheit anvertraut habe. Sehr ehrenhaft. Und ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Moment, das Belohnung ist jetzt auf dem Schiff geladen. Ja, die bringe ich dann kurz hier in meinen Hafen. Und hier wird das ausgebaut. Jetzt muss ich, aber ich muss die Insel auch besiedeln, um hier Seide herzubekommen. Das macht das Ganze ziemlich umständlich. Unkostspielig. Hier habe ich... Oh, hier könnte ich jetzt ein paar Hütten hinbauen. Ihr Volk leidet Hunger. Ich verstehe, da brauche ich auch noch eine Fischerhütte. Nein. Werkzeuge fehlen. Okay, jetzt ziehen die hier bestimmt wieder brennen durch die Straße, obwohl sie eigentlich gar nicht hätten einziehen müssen. Und gehen mir dabei noch extrem viele Geldverluste machen. Ja, das reicht erstmal. Ich bin jetzt unsicher, weil... Es wäre gut, wenn ich jetzt von Anfang an schon mit einberechne, dass ich dann auch noch haufenweise Gebäude dazwischen platzieren muss. Nur, ich müsste dann, dafür müsste ich auch wissen... Dafür müsste ich dann auch schon mit vorherein wissen, welche Gebäude ich brauche. So, grundsätzlich würden ja 4 Werkzeuge reichen. Was? Oh. Nanu. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Was? Da halte ich doch einen Marktplatz. Eins, zwei, drei, vier. Nehmen wir noch ein bisschen alles mit. Als Souvenir. Oder... Ah, die kommen nicht da dran. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Was hast du denn anders erwartet? Dass die jauchzend durch die Straße, dass die jauchzend herumrennt und sich darüber freut, dass sie hungern. Ich hoffe, das ist mein Schiff. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Apropos Webstube, haben die jetzt eigentlich hier auch ausreichend? Kann ich klagen. Arbeit gibt's genug. Naja. Mit der Kleidung kommt es aber auch nie richtig zurecht. Obwohl, der hat seinen Bauernkomplex Dinge zu scheinbar auch nicht mit dem Kontor verbunden. Oder befindet sich hier irgendwo ein Markthaus? Na gut, das wäre dann eventuell eine Alternative. Schiff in Sicht. Zack, 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 zack. Ah ja. Zack, 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 zack. So, jetzt kann ich hier ein paar Fischerhütten errichten. Ich würde sagen, die. Dann noch den benötigten Weg. Und schon gibt's auch was zu futtern. Und dann gibt's auch mehr Steuern. Und ich bin froh.
Ja. Aber wie denn das geholfen, wie denn das helfen wird, sehen wir leider erst im nächsten Part. Wenn es wieder weitergeht mit Anno 1404. Bis dahin, euer Zauberwürfel Gamer.